Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe hier auf diesem Kanal Film Review Channel und heute machen wir wieder mal eine Wunsch-Review und zwar eine Wunsch-Review zu dem Film Blue Story Gang of London und wie das so geworden ist, das checken wir jetzt mal durch. Blue Story Gang of London ist ein Krimi-Drama aus Großbritannien aus dem Jahre 2019 und hat eine FSK 16. Regie führt hier Andrew Onwuobolu und darstellermäßig haben wir unter anderem Stephen Obtobola und Michael Ward. Und dieser Film hat eine Lauflänge von ca. 92 Minuten. Doch um was geht es eigentlich in Blue Story? Die zwei besten Freunde, Timmy und Marco, besuchen die gleiche Highschool in Bakenham, leben aber in benachbarten Londoner Bezirken. Als Marco eines Tages von einem von Timmys Freunden zusammengeschlagen wird, landen die beiden Jungen auf rivalisierten Seiten eines nie endenden Zyklus von gewaltsamen Bandenkriegen, in denen es keine Gewinner gibt, sondern nur Opfer. Durch den brutalen Vorfall erfährt ihre Freundschaft und somit auch ihr Leben eine einschneidende, dramatische Wendung, denn aus den einstigen Freunden sind nun sich bekämpfende Rivalen geworden. Das ist kurz die Inhaltsangabe zu dem Film Blue Story Gang of London und ja, ich habe mir zuvor den Trailer angesehen und habe mir gedacht, naja, der kann doch etwas, oder? Der kann doch gar nicht mal so schlecht sein. Und ich glaube, da sind wir uns aller Meinung. Ich habe mir den Film angesehen und kann jetzt meine Meinung dazu bilden. Und ich muss sagen, dass Blue Story ein Film geworden ist, wo ich sage, da gibt es bessere, definitiv bessere. Es ist jetzt da kein Meisterwerk in dem Sinn, aber ich finde den Film allemal sehenswert. Und woran das liegt und welches Manko hier das größte ist, denn es gibt eigentlich nur ein so wirklich großes Manko bei dem Film, wo ich sage, das macht den Film so einiges schwächer, das checken wir jetzt mal durch. Aber darstellermäßig muss ich ganz ehrlich sagen, der Film ist von den Charakteren hier eigentlich ziemlich klassisch besetzt, ja, wir leben auch immer so Wandlungen von den Charakteren her von den Filmen, wo ich sage, okay, das hat man schon mal gesehen, okay, das ist jetzt leicht vorhersehbar, aber ich kann trotzdem sagen, ich fand es unterhaltsam und jetzt da nicht negativ vorhersehbar, ja, und so muss ich sagen, darstellermäßig toll besetzt, die Wandlung ist irgendwie klassisch und vorhersehbar, aber dennoch gut, das ist jetzt schon mal positiv. Die Story ist relativ simpel und ja, auch diese ist relativ vorhersehbar, wenn ich das mal so sagen darf, denn wenn man sich so Bandenfilmen ansieht, so Gangfilmen ansieht, dann gibt es nur eines meistens, mein Thema, und das ist meistens Rache oder wer ist jetzt die stärkere Gruppierung oder wer hat jetzt mehr das Viertel über, das ist nichts, was man nicht schon mal gesehen hat und auch dieser Film hat jetzt nichts irgendwas Originelleres parat, aber man muss sagen, dass ich dennoch für die 92 Minuten kurzweilig gefunden habe und dass sie dennoch sehenswert geworden ist, weil sie gut umgesetzt worden ist, das kann man schon mal sagen. Musik, und das ist wirklich das große, große Manko an den Film, wie soll ich das am besten formulieren, die Musik ist einfach über das ganzen Filmes zu 90% einfach nur deplatziert, weil es dann irgendwie so wie eine Dramaserie wirkt oder wie eine Werbung oder sonst irgendetwas, aber sie ist so völlig deplatziert und da meine ich jetzt nicht die Mucke an und für sich, was jetzt eine Mischung aus Hip-Hop, R&B besteht, was eigentlich ziemlich cool ist, aber sie ist einfach total, so wie sie platziert ist, fehl am Platz. Und da muss ich sagen, das war irgendwie total nervig und irgendwie drüber und es hat mir überhaupt nicht gefallen und da hätte man sich ruhig etwas anderes einfallen lassen können. Die Effekte, wenn es welche sind, das heißt jetzt natürlich, ich glaube, wir haben hier Schusswaffen, wir haben hier Blut und blaue Augen und was auch immer so typisch ist in solchen Filmen, da muss ich sagen, wirkt das alles ziemlich gut, das ist gar nicht mal so schlecht, die Maske hat hier auch eine gute Arbeit geleistet, kann sich definitiv sehen lassen, ist nichts Negatives dabei einzuwenden und auch die Kamera ist sehr natürlich, wenn es ein bisschen heftiger wird, wie gesagt, wir haben eine FSK 16, dann hält sie drauf und ist irgendwie auch passend, nie wirklich zu hektisch, nie wirklich zu überdrüber dramatisch gefilmt oder zu arg geschnitten, wie gesagt, wenn natürlich die Musik dann wieder stellenweise zum Vorschein kommt, dann wird auch dementsprechend ganz eigenartig geschnitten und das, wie gesagt, in dieser Kombination, mir hat das persönlich nicht gefallen, aber alles Restliche von kameramäßigen her war ziemlich in Ordnung. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Ist dieser Film entweder A, sehr enttäuschend oder ist er erstaunlich und relevant? Etwas, das man gesehen haben muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, enttäuschend finde ich jetzt in ganz und gar nicht. Also für das ist er wirklich zu gut, für das sind die Charaktere zu gut, für das ist die Story eigentlich zu gut umgesetzt und definitiv zu kurzweilig. Aber erstaunlich und relevant, ich finde,
Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass gewisse Schimpfwörter, was jetzt die afroamerikanische Bevölkerung betrifft, was man da so sagt, das kommt nie so wirklich vor. Das war irgendwie angenehm, nicht immer die diversen anderen oder gewisse Schimpfwörter zu hören. Aber so muss ich sagen, er ist weder enttäuschend noch ist er wirklich erstaunlich und relevant und etwas, das man gesehen haben muss, weil da gibt es doch etwas Besseres. Aber ich bin definitiv nicht enttäuscht von Blue Story und deshalb bekommt er in seinem Genre als Krimi-Drama wirklich gute bzw. sehenswerte 7,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt ein Film, den kann man sich definitiv mal geben. Der ist gut, 7 von 10 möglichen Punkten. Und damit war es das von mir. Das war es von Blue Story Gang of New York und ich bedanke mich in dem Fall recht herzlich fürs Einschalten. Ihr wisst es ganz genau, abonnieren, die Glocke drücken, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.